Leute, herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo zur RM. Heute nicht alleine, so wie in der ganzen Serie. Heute bin ich mit Simon hier. Hallo zusammen. Ja, sein erstes Video. Bisschen nervös. Ja, wir wollten eigentlich schon das Deutschlandspiel für heute Abend orakeln. Jedoch haben wir dann erst im späten Verlauf gemerkt, dass es hier Ukraine gar nicht gibt. Ja gut, da haben wir einfach mal Ungarn genommen. Und weil ich eher gesagt, ich bin Ungarn, haben wir so ausgelost, er ist Deutschland. Er hat sich die voraussichtliche Aufstellung geschnappt. Und dann legen wir direkt mal los. Also Leute, den kenne ich. Den schieße ich, aber er geht nicht rein. Ey. Bitte was auf seinen Substanzen. Und da ist das 1-0. Ich wollte einfach das Abseits provozieren, aber hab's nicht geschafft, ey. Meine Güte. Ich war jetzt ein schneller Konter, aber. Ja, so ja, kennen wir ihn. Das stimmt. Technisch einwandfrei und überlegt. Bringt er den Ball sehr, 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 sehr knapp. Und lässt alles dabei. Ich würde sagen, der Favorit führt. So, jetzt können wir uns den Kämmer nochmal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, gut. Man kann auch wegdrücken, oder? Okay. Ihr stellt euch bestimmt gerade die Frage, welche Spiele wir orakeln werden. Wir werden unseres Erachtens die Top-Spiele der Gruppenphase orakeln. Dann auf jeden Fall alle Deutschland-Spiele. Und dann jeweils ein Spiel des Achtelfinals, da die beide an einem Tag kommen. Dann jedes Halbfinalspiel und das Finale sowieso. Spielen Platz 3, wenn es einen gibt, denke ich mal auch, oder? Ja. Boah, sauber, Junge. Starker Zweig. Oh mein Gott, die Mitnahme gelegt. Jetzt ein Schuss. Oh, der Neuer ist da, ey. Stark Parade. Das gehört untrennbar zusammen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Boah, knapp. Elfmeter. Oh, was? Und dann gibt's Elfmeter und rote Karte. Nur weil ich den da vom Ball stoppen möchte. Ey, das gibt's doch nicht. Vom Schuss stoppen. Will, aber. Ey, das sieht böse aus. Jetzt komm, mit der Reihe machen wir noch nicht. Oh, Junge! Und er läuft mit dem Ball ins Aus, ey. Typisch FIFA, ernsthaft. Man muss auch dazu sagen, Deutschland hatte ja auch das Testspiel kurz zuvor noch gegen Ungarn. Und deswegen passt der Gegner jetzt eigentlich ganz gut als Ukraine-Ersatz. Er geht da durch. Warum auf den? Warum? Bleibt er da stehen? Die Defensive steht. Will er kein Tor schießen, ey. Stark. Starke Parade. Özil mit der Ecke. Torwart. Oh. Jawohl, Junge. Hector. Jetzt Götze. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. In den Lauf und Schuss. Starke Parade. Und Nachschuss. Jawohl. Über die Latte. Oder will er den Ball kriegen? Den kriegt er auch. Übersteiger in die Mitte. Auf die Außenbahn zurück. Oh ja, jetzt kriegt er den Ball und ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße. Er spielt den Pass zurück. Sollte ein Stieber. Den kennen wir noch aus der Bundesliga. Boah, das ist jetzt gereimt. Stieber. Oh, gut gemacht. Kretsch vorbei. Oh, meine Güte. Der scheitert wieder am Innenverteidiger. Da wollte ich zu viel. Götze. Jetzt kriegt er. Oh, den habe ich. Oh, nicht direkt Abnahme geht vorbei. Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so. Langer Ball auf Soloi. Schuss. Oh, Jo, mit seinem linken schwachen Fuß. Der leider daneben. Er schießt einfach mal, aber voll daneben. Ich glaube, der ist linksfuß. Götz ist frei, schießt und stark dazwischen gegangen vom Verteidiger. Mit der Faust kann er hier groß mit dem Nachschuss. Und gegen den Pfosten. Weil der Ball ist so heiß. Oh, das. Und das war Abseits. Ja, was soll ich da jetzt noch großartig machen? Schiri pfeift ab. Und Deutschland gewinnt mit 1-0. Gut gespielt. Du auch. War sehr knapp. Also zumindest bei mir jetzt. Also meine Chancen. Du hattest da echt Probleme, aber
das ist auch klar, weil Ungarn ist hier deutlich unterlegen, auch von den Werten in FIFA. Man kann jetzt schon mal so sagen, dass, wenn wir das jetzt hier als Orakel nehmen, dass Deutschland heute 1-0 gegen die Ukraine gewinnt. Ja. Wenn das jetzt so stimmt, wie wir jetzt gespielt haben. Natürlich hoffen wir auf mehr Tore, ne? Genau. Und damit würde ich sagen, schreibt eure Ergebnisse mal in die Kommentare und sagt mir mal, wer euer Favorit für die EM 2016 ist. Haut euer Ergebnis raus und dann würde ich sagen, bis dann, haut rein. Ciao. Ciao zusammen.